Und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Metro. Minecraft, direkt erstmal versprechen. Ich habe letztes Mal die Kasse fertiggestellt und den Ausgang nach oben. Jetzt habe ich, glaube ich, wunderbar die Zeit, diesen Tunnel hier zu beenden. Also nicht den Tunnel zu beenden, sondern die Wendeanlage für die U-Bahn zu bauen. Weil ein Stumpfgleis wollte ich eigentlich auch hinbauen, aber das geht nicht. Das habe ich schon vorher ausprobiert. Das funktioniert leider überhaupt nicht, weil das mit der Anordnung der Loks und so zu tun hat und der Wagen. Deswegen würde ich das einfach sein lassen. Dann baue ich hier erstmal das Profil. Doch keine direkte Kurve machen, weil sonst könnte sich der Zug zerlegen. Das ist mir schon häufig passiert. Ich baue hier sowas nicht zum ersten Mal, deswegen baue ich das mal lieber ein bisschen vorsichtig. Und jetzt fehlt nur noch das Wandprofil, womit ich auch meistens so Probleme hatte, aber das scheint hier wunderbar zu funktionieren. Genau. So. Ne, das war falsch. Nein. Das ist richtig. Kommt einfach hier eine ganz simple Runde hin. Pausenraum brauchen wir ja nicht. Es gibt ja keinen Lokführer, der das macht. Ist ja vollautomatisch, wie ich am Anfang gesagt habe. Ja, genau. Und noch die Wand ergänzen. Und das hier habe ich fast schon vergessen. Ne, bevor ich das mache, muss ich erstmal hier die Schienen verlegen, damit ich ungefähr weiß, wo sie dann... Ah, Quatsch. Hab einen Fehler gemacht. Falscher Block unter den Schienen. So. Jetzt können wir das machen. Das wäre fertig. Und das wird hier nicht so bleiben. Da machen wir auch eine kleine Anpassung. So. Kleine Abrundung vom Tunnel. Damit es hier auch einigermaßen vernünftig aussieht. Auch wenn hier niemand sein wird. Sollte es trotzdem gut aussehen. Ja. Das passt. Dann hätten wir die Runde hier fertig. Genau. Nee. Ja, fast die wichtigste Sache vergessen. So. Die Decke darf natürlich auf gar keinen Fall fehlen. In welchem Tunnel ist denn bitteschön die Decke aus Erde? Oh ja, und was ich vergessen habe in der ersten Folge zu erwähnen, das soll auch ein bisschen an das U-Bahn-Netz in New York angelehnt sein. So, ich überlege gerade, ob ich hier noch was anpassen kann. Ja, kann ich. Und zwar
die Decke abrunden. Mit ganz normalen Quarz-Slabs. Damit es nicht so stumpf aussieht hier. Wie in jeder Minecraft-U-Bahn-Station. In den anderen U-Bahn-Stationen werde ich auch, glaube ich, keinen Glowstone mehr verbauen, sondern so Leuchten, die von der Decke runterhängen. Nee, Quatsch. Ich werde die Laternen hier verwenden. Die sind sehr gut dafür geeignet. Die kann man auch wunderbar von der Hecke runterhängen lassen. Von der Decke. So. Mal schauen. Also, die U-Bahn-Station ist soweit fertig. Die Runde für die U-Bahn ist auch da. Ich check mal kurz, was von außen noch fehlt. Nämlich eine eindeutige Sache, und zwar... Ja. Das muss nämlich alles noch dicht gemacht werden. So. Am besten von hier. So, auf der Höhe. So, und schon ist das dicht. Hier müssen noch ein paar Anpassungen gemacht werden. Weil sonst sieht das ein bisschen komisch aus. So, und jetzt mache ich noch ein bisschen Anpassungen in der Form. Ein bisschen Terraforming. Ja, das sollte reichen. An sich. Jetzt sieht es hier aus wie vorher, nur halt, dass da drin eine U-Bahn-Station ist. Wiesenstraße, genau so habe ich es genannt in der letzten Folge. Das hier ist auch schon fertig. Hier könnte man an. Nee, könnte man. Nee, ich lasse es so. So wie es jetzt aussieht, ist es eigentlich ganz wunderbar. Kommt man so ganz einfach rein. Hier kommt noch ein Schild hin. Zu den Zügen. So. Bleibt es so? Ja. Ich glaube, das bleibt so. Dann haben wir hier schon mal das hier fertiggestellt. Und jetzt können wir langsam anfangen, den Tunnel auszubauen. Und das geht ja jetzt ganz easy. Nämlich habe ich ja dieses eine Modul hier reingemacht. Und ich muss jetzt nicht mühsam einen Tunnel bauen bis zur nächsten Station, sondern ich kann einfach das hier markieren. Dann diese Stelle markieren und stacken. Jo, das passt. Fünfzehn sollte passen von der Länge her. Ja, einer geht noch. So, schauen wir mal, wo wir hier sind. Ob sich der Ort für eine weitere U-Bahn-Station eignet. Ja, definitiv nicht. Aber hier vorne könnte man was machen. Man könnte was machen hier vorne. Aber könnte auch schwierig werden. Nee, das ist viel zu... Der Abstand ist viel zu klein. Ich mache den Tunnel doch ein bisschen länger. So. Ich glaube, wenn ich das 20 Mal stacke... Nee, 25 Mal. Dann sollte das eigentlich ausreichen. Oh. Den Creeper brauchen wir nicht.
Und jetzt wollen wir da auch wieder checken, ob das passt. Gut, dass ich den Tunnel tief genug gelegt habe. Sonst hätte ich jetzt da hinten ein Problem, weil da wäre ein Riesental gewesen. Ja, das passt eigentlich perfekt für eine U-Bahn-Station, genau. Ja, machen wir das mal ganz schnell wieder zu. So. Ne, hier ist kein Loch mehr. Dann machen wir das Ganze auch nochmal auf der anderen Seite. 25 Mal. Zwar von hier bis hier unten. Ne, Quatsch. Bis da unten auf der anderen Seite. So. Wollen wir das auch wieder checken, dass es genau auf der gleichen Höhe ist wie der andere Tunnel. Das hier ist ja der Ankunftstunnel, also der Tunnel, wo dann die U-Bahn die letzten paar Meter von dieser Linie zurücklegt. Da ist ja die Endstation. Ja, das passt. Und dann können wir hier einen Schacht hinbauen. Dann würde ich hier tatsächlich doch noch einen Sattelbahnhof hinmachen, weil ich sehe, dass dass hier wir doch relativ wenig Platz haben. Dann mache ich hier einfach, damit es ein bisschen einfacher gehalten ist, noch einen Sattelbahnhof hin. So. Ja. Das sollte reichen, ja. Der Ort eignet sich eigentlich perfekt für eine U-Bahn-Station. Nur würde ich nochmal schauen, ob das jetzt genauso lang ist wie die andere U-Bahn-Station, damit ich weiß, wie lange ich die Züge dann am Ende machen kann. Denn das kann ich dann am Ende auch noch variieren. Bestimmte Fahrzeuglängen dann auch kann ich einstellen. Und dafür brauche ich eine einheitliche Länge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 34. Nun, jetzt zählen wir das Ganze einfach da hinten und das, was ich nicht brauche, werde ich dann einfach wieder auffüllen mit Erde. Oh, oh, getroffen. Lul. Kurz alles raus. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 28, 30, 32, 34. Okay, die U-Bahn-Station ist deutlich zu lang. Ah, nee, ja, das sollte passen. So, ein bisschen anpassen hier, dass es nicht so auffällig aussieht, obwohl das werde ich dann gleich auch nochmal anpassen, wenn ich die U-Bahn-Station auch wieder zugrabe. Dann habe ich am besten die beste Gelegenheit eigentlich, das anzupassen.
Der Rest ist von Minecraft gemacht worden. Und ja, eigentlich ist alles hier wieder bereit für die zweite U-Bahn-Station schon. Es geht voran auf jeden Fall. Ja, hier sind ein paar Sachen von anderen Mods. Tomaten und so. Werden wir nicht gebrauchen. Aber ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge mache ich einfach weiter mit der U-Bahn-Station. Das war jetzt eigentlich ziemlich fortschritthaft, was ich hier gemacht habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert gerne, gebt dem Video ein Like und bis zur nächsten Folge.